Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Max Payne 2. Und ja, wollen wir mal schauen, wie das jetzt denn hier weitergeht. Wir hauen erstmal den Mülleimer um, der ziemlich laut ist. Tja, naja. Ich war noch nie auf einer Polizeiwache. Ziemlich aufregend. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit? Wenn die Tür zu ist, dann hat das auch seinen Grund. Operation Base jetzt die 555 Castle. Hey, gut gemacht, Payne. Cooler Job. Wenn es noch Sommer wäre, wärst du jetzt ein toter Mann. Besser. Irgendwo ging da gleich die dicke Action los. Ging doch dann jetzt hier runter, oder nicht? Nee, ins Parkhaus nicht. Orientierung, ja. Geilo. Die Gegenüberstellung war vorbei. Ja. Mona war wieder in ihrer Zelle. Ja, und jetzt will er mit ihr reden, ne? Wahrscheinlich. Genau das habe ich im Prinzip vor hier. Payne hier. Ich brauche eine Aussage von einer ihrer Insassen. Mona 6. Die letzte Zelle auf der linken Seite. Nicht schon wieder, oh nein! Wir sind gerade erst den Gestank vom letzten Mal los. Petersburg, sehe ich für dich aus wie eine Putzfrau? Max, Sie müssen mich hier rausholen. Sie wissen, dass ich das nicht kann. Wenn ich bleibe, sterbe ich. Ist das nicht etwas melodramatisch? Hinter Gittern bin ich leichte Beute. Sicherer könnten Sie gar nicht sein. Kommen Sie, Max. Jeder dieser Cops könnte vom inneren Kreis bezahlt werden. Sie sollten das wissen. Was soll das heißen? Sie kennen Alfred Roden. Sie wollen antworten? Rufen Sie ihn an. Er kann alles bestätigen, was ich gesagt habe. Okay, das werde ich tun. Ich wollte nichts mit Roden zu tun haben. Ich hätte ihn sofort anrufen sollen, als der innere Kreis erwähnt wurde. Oh, das ist schon sauber gemacht. Wir werden alle sterben. Kotze ist nicht schön, aber sie lügt nie. Kotze ist nicht schön, aber sie lügt nie. Die Tür zur Garage der Polizeiwache war versperrt, außer wenn Kriminelle in Arrest gebracht wurden. Kann ich Ihr Telefon benutzen? Durch die Tür hinter Ihnen. Da ist eins. Nehmen Sie das. Wie beschissen ist das denn? Ziemlich beschissen. Das kannst du laut sagen. Ich meine, ich sitze in einem gestohlenen Wagen. Will mir gerade den Kofferraum mit illegalen Waffen vollpacken. Ich hab sie noch nicht mal. Zu diesem Zeitpunkt bin ich, abgesehen von der Karre unter meinem Hintern, ein gesetzesteuer Bürger. Ich muss telefonieren. Nehmen Sie das Telefon. Ach, hier. Werfen Sie ein paar Körbe? Nicht zockig. Dies ist der Anrufbeantworter von Senator Alfred Woden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Woden, Max Payne. Wir müssen reden. Wenn Sie mich fragen, sind Sie mir das schuldig. Mein Gott! Eine Bombe, das war eine Bombe! Nach oben, sofort! Oh Gott! Nach oben, sofort! Etwas lag in der Luft. Monas Worte, dass sie leichte Beute sei, halten in meinem Kopf. Die Bombe war offenbar ein Ablenkungsmanöver. Schnell bleiben, fallen lassen! Bewaffnete Eindringlinge im Zellenbereich! Erledigt ihn! Sucht die Schlampe! Sucht sie und tötet sie! Ja. NYPD, Waffen fallen lassen! Mona hatte recht. Ich musste ihr helfen. Ohne Waffe kam ich nicht an den Cleanern vorbei. Drecksäcke.
Vieh haben sie auch noch umgewürmst. Junge, Junge, Junge. Petersburg. Ja, da wäre mir jetzt spätestens auch schlecht. Oh, oh. Drecksäcke. Hexsäcke. Lass mich die ganze Munition einsammeln hier. Oh, bisschen Pump-Action-Shotgun, das ist schon ganz nett, ne? Nimmt man mit. Hier zu bleiben, eingesperrt hinter einem Tresen, hätte nichts gebracht. Mona war in die Nacht verschwunden. Ohne sie kam ich nicht weiter. Ich wusste, wo ich sie finden konnte. Keine Angst, Vlad ist hier. Die Welt wurde zu klein für Behaglichkeit. Zu viele Zufälle. Bang, Sie sind tot, Max Payne. Ein Captain Baseball Bad Boy Kostüm mit riesigen Kopflock auf dem Rücksitz. Rüsten Sie sich für Halloween? Max, teurer Freund, das ist mein trojanisches Pferd in dem Krieg, den Vinny Cogniti begonnen hat. Apropos, gibt's was Neues? Seien Sie so nett, setzen Sie mich in Coney Island ab. Sagt Ihnen der innere Kreis was? Die sind alles andere als mystisch, auch wenn Sie das selbst gerne sehen. Auch nur eine Stufe über dem organisierten Verbrechen. Ich weiß, was Sie meinen. Cogniti hat einen Deal mit denen. Was ist mit Mona Sex? Ich kenne sie. Ihren Ruf als Auftragsmörderin. Hab gehört, sie ist eine heiße Braut. Ich würde sie ficken. In diesem Augenblick hasste ich Vlad. Max, ich brauche Ihren Rat als Freund. Ja. Angenommen, die einzige Wahl, die man hat, ist genau das Falsche zu tun. Dann ist es nicht unbedingt falsch. Mehr sowas wie Schicksal. Man muss tun, was man tun muss. So leicht ist es nie. Wir stimmen überein, nicht überein zu stimmen. Ja, das sind die Ausmaße hier. Kann ich am besten direkt GTA 5 weitermachen mit Trevor, wa? Warum war ich noch einmal dort? Warten Sie. Warten Sie eine Minute. Reden Sie mit mir. Wovor haben Sie solche Angst? Was wollen Sie von mir? Die Dinge, die ich will. Von Max Payne. Eine Zigarette. Ein Whisky. Dass die Sonne scheint. Ich will schlafen und vergessen. Die Vergangenheit ändern. Ich will meine Frau und meine Tochter zurück. Unbegrenzte Munition und eine Lizenz zum Töten. In diesem Moment wollte ich sie mehr als alles auf der Welt. Los geht's! Leg sie um! Du hast sie hergeführt. Gehen wir zu mir. Da können wir sie fertig machen. Oh shit. Hier lang! Oh! Kacke! Max! Wenn man etwas wirklich will, hat man Angst, es zu verlieren. Oder es nicht zu bekommen. Das macht dich verwundbar.
Sie ging mir nicht aus dem Kopf. So, erstmal erledigt. So, hier muss man eben schauen. Oh, wir spielen ja erst 10 Minuten, da können wir noch weitermachen. Vor der Aufnahme nicht auf die Uhr geschaut und ich habe gerade keinen zweiten Bildschirm dran, so mit OBS dran. Druff und so, ne? Was zum... Boah. Immer. Bist du erledigt oder wie sieht's aus? Sieht so aus, ne? Fürs Erste. Oh. Aber schön was gefunden, ja. Jetzt seid ihr aber am allerwertesten. Ich habe auch ganz schön gelitten. Findet sie und legt sie um. Den Korb und die Killernutte. Keine Umschweife, das hat der Boss gesagt. Ah ja, kann ich gar nicht abwarten, hier abzuhauen. Hier kriegt man ja eine Gäste. Ich hasse das. Ich gehe da nicht rein. Los jetzt, du Baby. Ist doch nur eine Geisterbar für Kinder. Die wollen uns holen. Hilfe, wir sind verloren. Der Angriff der schlecht gemalten Pappkiller. Ich sag's dir, ich hab kein gutes Gefühl dabei. Ich halte deine Hand und verscheuche alle bösen Monster. Ich fühle mich schon viel besser. Wie hat man denn nochmal den Molotow-Cocktail jetzt geschmissen? So. Verstecken ist sinnlos! Lena war der falsche Name. Sie machten eine Menge Dreck. Feigling! Ja, gibt's Schmerzmittel. Die brauche ich. So, wenn sie alle erledigt, ja. Das sieht soweit ganz gut aus. Es ist nun halt auch die Frage, wie soll... Ist das cool! Die beste Serie überhaupt! Der Held verfolgt diesen Serienkiller, John Mirror. Und am Ende ist er in dieser ekligen Toilette in der Irne... Habe ich das richtig gehört? Ohne mich, Freunde. Komm, da einfach um die Ecke gelatscht. Mann, du. Das kann nicht wahr sein. Ist das sowas? Echt?
Nimm das! Hat der mir zugesetzt, ey. Boom. Ja, ich würde sagen, so beenden wir die Folge. Das ist in Ordnung. Das kann man so stehen lassen. Jo. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Max Payne oder sonst irgendein Gezocke. Und bis dahin, macht's gut oder besser.